Willkommen. Mahlzeit. Wie geht's? Gut, gut. Das ist der Vorteil von der kleinen Runde, ne? Da können wir persönlich los. Ja, ich habe mein Spiel, mein Kollege von früher. Okay, wie immer einfach Start loslegen, bitte. Ja, Sam, wie fällt dein Resümee bisher aus hier, was das Trainingslager, was die Inhalte auch angeht? Ja, also hervorragend, muss man sagen. Wir haben wieder perfekte Bedingungen hier aufgefunden. Wir haben, glaube ich, ein intensives Trainingslager gehabt. Hat richtig Spaß gemacht. Wir haben teilweise auch dreimal trainiert. Morgensläufe waren auch an der Tagesordnung. Aber ich glaube, davon werden wir in der Saison profitieren. Hat sehr Spaß gemacht, den Jungs zuzuschauen, wie die alle mitgezogen haben. Leider Serge konnte nicht so richtig gut mitmachen, aber ansonsten die Jungen haben auch voll durchgezogen. Keiner hat irgendwie Probleme, vielleicht Joshua zirkt es ein bisschen gestern und heute, aber ansonsten sind wir sehr zufrieden und ja, können angreifen. Nee, ich bin nicht mit denen mitgelaufen. Ich habe mich doch, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Die Jungs sind doch ein bisschen schneller als ich, aber eine halbe Stunde schaffe ich schon. Ja, okay. Wenn man sich jetzt aber die kleinen Tore gerade mit den Händen, dass die der Tischquietschleiter so im Weg hat, hört man leider auch nicht. Ach so. Ja. Stimmt. Entschuldigung. Ja, meine Hände wollte ich draufstellen. Wenn man sich jetzt aber auch anschaut, hat sich ja auch ein bisschen, was heißt beklagt, aber das klar zum Ausdruck gebracht, dass noch Spieler dazukommen müssen, um die angestrebten Ziele auch zu erreichen. Wie kam das bei Ihnen persönlich an, dass der Trainer das dann doch auch relativ klar auch nach außen formulierte? Ja, also Hansi Flick hat die Situation, die gegenwärtige Situation bewertet und da ist zum Ergebnis gekommen, dass wir uns verstärken müssen. Verstehe ich. Ich verstehe das wirklich, weil klar, Hansi als Cheftrainer spürt ja auch jetzt den Erwartungsdruck, den ein Cheftrainer beim FC Bayern hat, noch mehr. Aber da ist überhaupt keine Meinungsverschiedenheit. Wir tauschen uns die ganze Zeit aus. Wir versuchen die Optionen zu checken. Wir schauen, wie wir diese Mannschaft verstärken können. Es ist nicht einfach, diese Mannschaft zu verstärken, besonders in dieser Transferperiode im Winter, weil alle Top-Spieler bei den Vereinen unter Vertrag sind und nicht abgegeben werden. Klar, aber war ich doch überrascht, dass Hansi so mediale Kaderplanung betrieben hat, sage ich mal. Ich bin nicht so der Freund davon, aber wie ich schon gesagt habe, jeder darf seine Meinung äußern und wir werden weiterhin versuchen, unsere Optionen zu checken und dann schauen, ob wir im Transfermarkt zu Zuge kommen können. Wie viele Spieler, also haben Sie Ihnen da auch gesagt, diese zwei Spieler, die er so ein bisschen einfordert oder haben möchte, sind die realistisch auch für Sie und Ihre Arbeit? Ja, ich bin ein Freund davon, erstmal eine Sache nach der anderen zu machen. Wir versuchen erstmal überhaupt zum Zuge zu kommen und schauen dann, wie ich schon gesagt habe, auch vor Weihnachten, lassen uns alle Optionen offen bis zum letzten Tag. Aber sicher schauen jetzt, ob wir einen Spieler bekommen können, der uns natürlich jetzt verstärken kann. Manchester City zum Beispiel oder auch Namen, die auch mit den Bayern in Verbindung gebracht werden. Das sind ja auch gerade diese Positionen, die man sucht, rechter Außenverteidiger und vielleicht rechter offensiver Außenstürmer. Können Sie da irgendeinen Stand abgeben, inwieweit sowas überhaupt auch realistisch ist und passen diese Spieler auch in das Profil rein? Ja, aber Sie wissen, dass ich über die Spieler, die bei anderen Clubs unter Vertrag stehen, nicht rede, so wird das auch in Zukunft sein, so war das auch früher und deswegen kann ich dazu nicht sagen. Kann das eine Laie sein oder
ist es auch eher ein Kauf, dass man sagt, okay, nicht nur perspektivisch jetzt nur für ein halbes Jahr, sondern dann eben auch mit Weitsicht so eine Transfers-Ticket? Kann beides sein, Leihe oder Kauf. Ich glaube, nur ablösefreie Spieler gibt es jetzt im Winter nicht. Also das, was zum Serge ist, ein Update, wie es ihm so geht? Ja, ich habe gerade mit ihm gesprochen beim Mittagessen. Er fühlt sich heute ein bisschen besser. Jetzt schauen wir mal, hat er mir auch gesagt, jetzt schauen wir mal, was die nächsten zwei Tage hergeben. Natürlich auch für uns alle unzufrieden stellen, aber das ist keine große Sache. Ich habe auch mit Müller-Wohlfahrt gesprochen. Er beobachtet ihn ganz genau. Er ist ständig da, wenn er trainiert auch. Also er wird sehr, sehr gut betreut. Und ich glaube schon, dass er auf einem guten Weg ist. Zum Nübel-Transfer, es wird ja jetzt viel gerätselt, wie es dann so aussehen könnte im kommenden Sommer. Steht da auch im Raum, dass man ihn vielleicht verleiht erstmal? Nein. Also wir erstmal grundsätzlich kann ich sagen, dass wir mit diesem Transfer strategisch und qualitativ für die nächsten Jahre, natürlich vielleicht Jahrzehnte, hier beim FC Bayern eine sehr gute Position haben. Und diese Konstellation beim FC Bayern ist, glaube ich, sehr überzeugend. Ich glaube, Sie können sich vorstellen, Alexander ist ein super Junge. Er hat eine sehr gute Mentalität, guten Charakter und kann Ihnen garantieren, dass er ein Gewinn für unsere Mannschaft sein wird. Er freut sich auf die Arbeit mit Manuel Neuer, wird sie unterordnen und ist natürlich selbstbewusst und hat Lust darauf, mit Manuel Neuer zusammenzuarbeiten. Aber stimmt es, dass in den Gesprächen ihm 15 Spiele in Aussicht gestellt worden sind? Da ist ja irgendwas nach außen gedrungen. Können Sie das dementieren? Also ich weiß nicht, davon weiß ich wirklich nichts. Deswegen ist das... Über vertragliche Sachen oder über irgendwelche Absprachen natürlich äußern wir uns überhaupt nicht. Das ist grundsätzlich ein Thema, was uns überhaupt jetzt überhaupt nicht beschäftigt. Das werden wir ab dem 1.7. dann auch deswegen also klären. Auch deswegen, weil Alexander Nübel bei Schalke bis 30.6. unter Vertrag steht, muss man auch Respekt haben davor. Und wir sind natürlich daran interessiert, auch dass Manuel Neuer die Top-Leistung, die er bis jetzt gebracht hat, auch weiterhin bringt. Und deswegen gibt es da überhaupt keine Probleme. Also Ranking aber klar, Neuer 1, Nübel 2. Ganz klar, also der Alexander weiß es auch, dass Manuel Neuer unsere Nummer 1 ist. Er ist ein Welttorhüter, Weltmeister, unser Kapitän auch, unsere Nummer 1. Und wie ich schon gesagt habe, das ist alles klar, aber mit dieser Konstellation, wenn Sie jetzt FC Bayern sehen, sind wir für die nächsten Jahre wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Aber wie hat Sven Ulreich das aufgenommen? Also für ihn ist ja dann eigentlich auch klar, dass sei mal Nummer 2 dann auch klar geregelt ist. Als Nummer 3 zu bleiben, macht er dann auch nicht wirklich Sinn. Wir haben ein sehr gutes Gespräch, offenes Gespräch, seriöses Gespräch gehabt und wir werden uns nach der Saison nochmal zusammensetzen und alles klären. Wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis und werden immer fair miteinander umgehen. Wir haben auf unseren Social-Media-Kanälen von BR24 mal die Fans ein bisschen gefragt, welche Position denn sie sich auch wünschen, wo eventuell im Winter noch nachgekauft wird. Das ist sehr deckungsgleich mit dem, was auch Hansi Flick sagt. Können Sie denn sagen, ja, der FC Bayern wird in dieser Transferperiode, wenn die Parameter stimmen, der Kollege hilft uns dann auch sofort, wird dann aber auch noch zuschlagen und ist gewillt, in dieser Wintertransferperiode sich noch zu verstärken? Ja, wie ich schon gesagt habe, wir sind dabei, alle Optionen zu prüfen. Wir sind noch nicht so weit, dass ich sagen kann, dass ich irgendwas sagen kann. Wir wissen eben, was unsere Möglichkeiten sind. Das muss natürlich auch wirtschaftlich, aber auch eben eine jetzt Verstärkung für unsere Mannschaft sein. Das ist bekanntlich nicht einfach, diese Mannschaft zu verstärken, aber wir schauen, was das sein könnte. Gibt es eine konkrete interne Liste, die Sie ausgearbeitet haben mit Ihren Vorstandskollegen oder Sie selber mit Ihrem Team? Ja, selbstverständlich haben wir immer sogenanntes Schattenteam, was wir verfolgen und wissen ganz genau, was zu uns passen könnte, wie ich schon gesagt habe, aber Verstärkungen eben werden oft in der Wintertransferperiode nicht von den Clubs eben
oder die Top-Spieler werden nicht von den Clubs freigegeben und deswegen ist das nicht so einfach. Einen Neuzugang habt ihr ja schon, Oliver Kahn, dein ehemaliger Mitspieler, ihr habt Erfolge zusammen gefeiert. Wie war so jetzt dieses Zusammenkommen? Wie ist die Zusammenarbeit? Wie soll das vonstatten gehen? Hervorragend. Also Olli und ich haben wirklich mehrere Gespräche jetzt geführt, auch in den letzten Monaten haben wir uns öfters mal getroffen. Der Olli und ich haben 9 Jahre zusammen Fußball gespielt, hat richtig Spaß gemacht, auch damals, sage ich immer, wir haben die Champions League gewonnen und wollen die dann im Trikot, sage ich mal, und wollen die dann im Anzug auch zusammen gewinnen, wenn es möglich ist. Ich glaube, der Austausch ist perfekt. Olli war ja früher sehr ehrgeizig, sehr wollte immer gewinnen und jetzt in den Gesprächen ist das sehr angenehm, muss ich sagen. Macht riesen Spaß. Er hat auch einen Sinn für Humor, was mir gefällt und deswegen haben wir viel Spaß miteinander, aber die Kommunikation ist sehr, sehr gut und wir werden, kann ich zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass wir sehr gut miteinander harmonieren und arbeiten werden. Aber er ist mit dabei auch in den Gesprächen. Also tausche ich aus mit ihm und sagst so, das ist der Kandidat, was glaubst du, was meinst du? Selbstverständlich informiere ich Olli immer, er ist über alles informiert. Natürlich jetzt auch, nachdem er seinen ersten Arbeitstag gehabt hat, ist er noch mehr involviert und ich freue mich auch. Er wird natürlich jetzt überall ein bisschen reinschnuppern, wird sich einarbeiten, aber wird von mir immer informiert werden, wird mitarbeiten und da freue ich mich sehr. Du hast ja gesagt, Hansi Flick wird ja auch mit einbezogen, aber er hat ja immer wieder betont, er ist nur bis zum Sommer erstmal da. Wie sieht das dann genau aus, wenn ihr euch da austauscht? Ganz normal, wenn Trainer und Sportdirektor sich austauschen, wir nennen dem Hansi die Optionen, die wir eben ausarbeiten, die wir verfolgen, die wir seit Jahren vielleicht verfolgen und dann wollen wir seine Meinung hören. Er hat auch mal was genannt, dann checken wir die Optionen, ist das möglich, ist das nicht möglich. Also da ist, wie ich schon gesagt habe, überhaupt keine Meinungsverschiedenheit da. Wir wollen was zusammen machen. Wir sprechen jetzt nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag sind, sondern über die, die jetzt hier sind. Da gibt es ja auch einige, wo man über auch Vertragsverlängerungen nachdenkt. David Alaba zum Beispiel, Manuel Neuer, Thomas Müller vielleicht. Wie weit gibt es da irgendwo auch eine zeitliche Agenda? Ich meine, Neuer knüpft es ja auch sehr an die Personalie Trainer. Also inwieweit kann man da vielleicht jetzt auch in der Rückrunde oder zeitnah vielleicht auch mit der Verlängerung? Ja, ich habe mit Manuel Neuer sehr gutes Verhältnis. Wir tauschen uns wirklich sehr oft aus. Ich habe ihm auch vor der Winterpause gesagt, dass ich mich bei seinem Berater melden werde, dass wir uns dann schon in naher Zukunft zusammensetzen werden und dann über eine Vertragsverlängerung sprechen. Und Alaba und Müller? Hat das noch? Also ist es auch dieses Ranking, sagen wir so, erstmal Neuer und dann? Nee, da gibt es jetzt kein Ranking, was wir aufstellen, sondern wir haben jetzt, ich habe jetzt mit dem Manuel Neuer gesprochen, alles andere gehen wir dann an. Wie wichtig ist denn der böse? Böse, gar nicht. Ja, alles gut. Ja, wie wichtig ist denn voller Handy-Akku hier im Trainingslager? Wie oft müssen die Handy an die Steckdose stecken? Naja, ich habe jetzt zufällig dieses große bekommen, deswegen ist das kein Problem. Also einmal in der Nacht. Nein, also es ist, wie Sie vielleicht heute gesehen haben, telefoniert man ab und zu mal, aber das gehört zum Job. Also das ist jetzt in München nicht weniger. Aber ist es für dich schwieriger zu arbeiten? Oder? Nein, also am Telefon hat man das Gefühl, immer das gleiche Gefühl. Oder haben Sie das ein anderes Gefühl? Das stimmt schon, aber grundsätzlich ging es darum, ob Sie vielleicht persönliche Treffen dann auch, wenn man ja, ist ja klar, wenn man in München ist, dann trifft man sich schneller, versucht man eben persönliche Gespräche zu führen, aber so jetzt, jeder versteht natürlich, wenn man im Trainingslager ist, dass man am Telefon ist, klar. Wirklich, dann bin ich auch schon mehr als glücklich, 2 Fragen, die mich interessieren, die Stimmung, alle Spieler sprechen an, wie gut die Stimmung untereinander ist, der Teamabend sei super lustig gewesen, gab einige Gesangseinlagen, müssen Sie eigentlich auch singen oder haben Sie schon gesungen? Ich habe das schon, diese erbärmliche Vorstellung gehabt. Im Vergleich zu
Nein, ich bin wirklich kein guter Sänger. Aber. Die Teamchemie, der Dame hat es aufgeführt, soll auch dazu führen, dass man tatsächlich auf allen drei Hochzeiten möglichst lange dabei ist. Und er sagt, die Mannschaft fühlt sich bereit, auch dafür, schon in dieser Saison. Sagen Sie auch, wir können nicht nur in der Liga wieder angreifen und den Vorsprung wettmachen, sondern auch Champions League, jetzt Chelsea als allererstes, können da weit kommen. Ja, das sind unsere Ansprüche. Wir wollen so weit wie möglich kommen, wenn es geht, ins Finale. Aber es ist natürlich ein weiter Weg, deswegen bin ich Freund, immer vom Spiel zu denken. Wir haben jetzt schon die ersten Aufgaben, die auf uns warten. In Berlin, dann kommt Schalke. Also das werden schon schwere Spiele für uns. Wir wollen gut starten, das ist wichtig nach der Pause. Und deswegen sage ich, erstmal ruhig bleiben, die ersten Spiele in Lauf kommen, wenn es möglich ist. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bei der letzten Frage muss ich halt gucken, dass sie nicht sofort ausreicht. Lass den anderen nochmal treffen. Ach so. Ich kurz fragen zum, also über andere Spieler bitte nicht geredet. Wolfried Zaha hat jetzt einen Berater, den FC Bayern neu. Wer? Wolfried Zaha hat einen neuen Berater, der dem FC Bayern auch bekannt ist, hat auch Robert Lewandowski als Klienten. Meine englischen Kollegen haben Pini. Gesagt, ja, Pini. Ich bin sehr gut befreundet mit Pini. Kann man das irgendwie, kann man dazu irgendwas sagen? Nein. Danke, aber ich das nochmal. Sie haben sehr deutlich gerade gesagt, dass Sané kein Thema ist im Winter. Weil ist man intern zu der Überzeugung gekommen, dass er dann auch nicht weiterhelfen könnte nach der Verletzung? Nein, wir waren immer davon überzeugt, dass wir das, darüber reden wir gar nicht. Also das ist ja, wenn dann, werden wir dann irgendwann in den nächsten Monaten das Thema angehen. Aber ansonsten muss man immer Respekt vor den anderen Clubs haben, wie wir schon immer gesagt haben. Wir reden über die Spieler, die bei anderen Clubs unter Vertrag stehen. Über die anderen Spieler, die bei den anderen Clubs stehen, reden wir nicht. Deswegen ist es genau so für ihn. Okay, danke schön. Danke. Ciao. Ciao. Danke. Guten Tag, wünsche ich ebenso.